Hallo Leute, ja, da sind wir wieder in unserer kleinen Welt. Der Händler, der ist noch da. Wir haben aber schon eingekauft. Wir müssen gucken, dass wir gerade ausgeruht sind. Und wenn wir ausgeruht sind, dann schauen wir zu, dass wir hier irgendwie einen Baum fällen und dann die Tür machen. Schaut das Logo, gehen wir auf den Großbildschirm. So, das heißt, Fehler. Holz hacken, einen Baum weg. Und dann müssen wir gucken, dass wir die Tür hier hinkriegen, ne? Der schläft aber lange, ne? Jetzt wird's hell, okay. Und der braucht ja gar keinen Schlaf. Was macht er jetzt? Okay, er macht erst das weiter. Auch sehr schön. Warte, irgendwas war doch gerade passiert. Geschenk. Da außen will. Der Fraktion Bergerim haben ein Geschenk dagelassen. Zum Ort springen? Okay, ist da. Cool. Was sind das für Viecher? Keiler. Oh, nicht so gut. Bishop, machen wir jetzt hier ein bisschen nicht Pause, sondern. Okay, jetzt macht er da erst weiter. Naja, dann ist das so. Komm, dann können wir auch schneller laufen lassen gerade. Naja, fällt der Bäume. Ist auch gut. Ich hoffe, er macht gleich die Tür da erstmal. Ein bisschen sicher sind. Er macht die Tür, das ist gut. Aber jetzt sollte er vielleicht. Na komm, lass ihn weitermachen, ist schon okay so. Dann müssen wir mal irgendwann die Sachen reinholen. Wir haben hier Reis, der wächst, der ist Wachstumsrate 144 gewachsen. Okay, das wird noch dauern, der Esel geht. Und hier müssen wir nochmal eine Wand machen, denke ich mal, runter. Wo wir dann schauen. Okay, er bringt jetzt erstmal das Essen da rein. War das Essen? Ja, ne? Eine Überlebensration, okay. Ja, Holz haben wir gleich genug, das ist jetzt nicht so das Problem. Verrücktes Meerschweinchen kommt jetzt. Wo kommt das lang? Hier lang. Das heißt, wir müssen jetzt Kampfmodus gehen. Okay, das hat geklappt. Meerschweinchen ist tot. Kampfmodus können wir beenden. Das geht erstmal weiter langsam. Was macht er jetzt? Er ist fertig mit der Welt. Wahrscheinlich, weil er geschossen hat oder was. Ja, und das ist so viel zum Thema, dass das Holz hier in der Tür liegt, ne? Noch hier Müll irgendwie entsorgen, ne? Lagerzone 3. Laube verrotten ist. Da kommt noch Holz rein. Okay, jetzt macht er wieder was. Der ist sehr hoch motiviert, merkt man schon.
immer Holz fällen. Nochmal Holz fällen. Da erntet er jetzt. Hat er gegessen? Jetzt schläft er. Das ist keine Möglichkeit, vernünftig Mahlzeiten aus Rohnahrung herzustellen. Bau einen Herd, ein Lagerfeuer. Ja, klar, das müssen wir auch noch machen. Möbel. Ne. Produktion. Ja. Elektrischer Herd. Stahl. Ich glaube, wir fangen erstmal mit dem Ding ins Lagerfeuer an. Strom? Ne. Möbel. Lagerfeuer. Ja, Fall. Machen wir jetzt nicht ganz so schnell. Wo ist es da? Jetzt bringt er erstmal Holz rein, oder wie sehe ich das? Ah, er hat das Lagerfeuer gemacht, auch gut. Wo geht er jetzt hin? Okay, da wahrscheinlich nochmal ernten. Bishop macht das schon. So, da kommen schon mal 4 Fallen hin, ne? Und da auch. So, was macht Bishop jetzt? Einfach eine Mahlzeit kochen. Kriegen wir das hin? Nicht wirklich, weil wir nichts zum Kochen haben wahrscheinlich. Keine Mahlzeit. Der Reis ist noch nicht fertig, ne? Aber schon 33% gewachsen. Ein bisschen ist schon was. Die Tür geht zum Glück schon zu jetzt. Erste Falle ist fertig. Das ist auch gut. 2 Fallen fertig. Was war das? Silber, okay. Jetzt holt das nächste Holz und baut die nächste Falle da hinten hin, ne? Da wohl wieder was? Jetzt holt er Eisen oder Stahl. Bringt ihn ins Lager, okay. Nächste Falle fertig, auch gut. Kräuterration. Der Baum wird noch fertig gemacht. Trägt auch Holz. Für die letzte Falle. Fertig, ja. Sehr schön.
Hier nochmal Holz geholt. Für die Fallen hier oder was? Mir ins Lager gebracht, okay. Nur mal Kräuter sammeln. Kissen. Das ins Lager bringen, ja, sehr schön. Und schlafen, schlafen. Passt, Vollgas. Drinnen ist 19 Grad, dann geht's ja schon mal, ne? Esel schläft auch. Jetzt wird's wieder Tag und haben wir eigentlich irgendwo dieses Hufeisenspiel hingebaut? Nicht, oder? Okay, da soll er nochmal Kräuter holen. Ne, das waren Bären. Okay, Bären sind wichtiger. Okay, er holt den Stahl. Gut. Was ist das hier? 64%, okay. Und dann das erste Essen. Und dann macht er die ersten Nahrungsmittel jetzt raus. Das erste selbstgemachte Essen hier, ne? Das waren Kräuter, ne? Ja. Gut, auf der Seite sind wir durch. Da ist alles aufgeräumt. Da wollte noch Silber rein wahrscheinlich, ne? Ja. Nochmal. Gut. Notrationen kommen da rein. Wir müssen mal noch eine Wand bauen. Die Piratengruppe der Fraktion, die Piratentruppe, ist in der Nähe eingetroffen. Sie werden sich vor ihrem Kampf vorbereiten, planen deine Verteidigung oder greifen sie präventiv an. Okay, Speleologe. Ja, müssen wir mal gucken, ne? Was ist das für ein Tier? Ein Steinbocktod, okay. Jeder Melancholist spürt eine Welle von Angst und Wut. Na dann. Ich glaube, er kommt, oder? Was machen wir? Gute Frage, ne? Wo ist er? Da ist er. Sandsackbarriere können wir nicht bauen, weil wir noch nicht haben, ne?
Ist er? Noch da unten. Ich krieg keine Sandsackbarriere hin, ne, oder? Ja, geht nicht. Ich könnte eine Barrikade aus Holz bauen. Geht das noch? Der startet den Angriff. So, jetzt haben wir den erwischt. Im Risiko eines leichten Zusammenbruchs. Was ist mit uns? Stichnarbe juckend. Ich glaube, wir sind nicht verletzt, oder? Haben jetzt gar kein Ding ins Gefangenenlager, ne? Wir behandeln ihn gerade erstmal. Und dann müssen wir ganz schnell ein Bett machen. Jetzt haben wir einen Schlafplatz. Dann machen wir eine Struktur darum. Ist schon tot. Okay. Das ist schlecht. Dann können wir irgendwo ein Grab machen, ne? Gut, erledigt. Das können wir hier freigeben. Läuft. Geh du mal ins Bett besser. Hält Wache.
Kampfmodus an, okay. Das ist da erstmal was. Wir müssen das Entspannungszeug da machen. So, und dann haben wir aber auch für diese Runde genug getan. Ich bedanke mich erstmal recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch, macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.